Hallo ihr Lieben, wir haben uns vorgenommen, heute mal ein bisschen das Thema Nähen aufzugreifen. Natürlich, machen wir sowieso. Was sonst? Aber wir wollen heute gerne ein bisschen mehr über Perfektion in den eigenen Anspruch reden. Also wie ist es so mit den Nähprojekten? Nimmt man sich mehr Zeit oder weniger Zeit? Will man es perfekt machen oder ist es egal und es soll einfach nur schnell gehen? Und ich finde, das ist ein super Thema, um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern von unserer Seite und natürlich auch eure Infos zu bekommen. Was ist euch eigentlich wichtig? Seid ihr wirklich auch jemand, der das vielleicht neben dem Job macht? Oder ist es jemand, oder seid ihr jemand, der das Ganze eben einfach, ja, vielleicht wirklich bis zur Perfektion vom ersten Kleidungsstück bis zum super tollen Mantel oder sowas arbeiten möchte? Ich vermute, die meisten von euch haben wenig Zeit, Family, Job und Privatleben. Genau. Also man hat doch nicht so viel Zeit im Alltag meistens zum Nähen. Aber deswegen habe ich manchmal so Projekte oder halt weniger Projekte, aber die ziehen sich dann so über die Abende, wie zum Beispiel eben das Dirndl, was ich genäht habe. Das hat ganz lange gedauert, aber ja, ist so über verschiedene Wochen eben verteilt einfach. Und das hatte ich immer mit und ich liebe Handarbeit und ich habe da super viel mit Hand dran genäht und das hat mir auch total Freude gemacht. Und auf der anderen Seite kenne ich es aber von mir auch, dass wenn ich zu lange an einem Teil sitze, ich das irgendwann nicht mehr sehen kann. Geht mir auch so und vielleicht ist auch nochmal der Unterschied, wenn du Webware arbeitest, müssen die Sachen natürlich auch perfekter sitzen. Man braucht Abnäher, der Reißverschluss muss perfekt eingearbeitet sein. Wenn man mit Jersey arbeitet, ist es dann manchmal vielleicht wirklich ein bisschen schneller, ohne Verschlüsse zu arbeiten oder eben T-Shirt oder so. Und ich glaube, da ist es auch tatsächlich, ich sag jetzt mal, der Stoff verzeiht ein bisschen mehr als vielleicht eine Webware, die einfach null elastisch ist und nicht nachgibt. Und man muss ja da irgendwie trotzdem reinkommen. Und je enger das Teil ist, desto schwieriger wird es natürlich. Und da kommt es teilweise echt auf die Millimeter an. Und ich glaube, da kann man schon sagen, dass es auf jeden Fall auch mit Webware deutlich schwieriger ist, als mit Jersey zu arbeiten. Plus, minus? Nicht unbedingt. Also es kommt auch auf den Schnitt drauf an. Wenn es halt ein weites Teilchen ist, finde ich, ist Webware halt mega entspannt einfach zu verarbeiten, weil sich nichts verzieht und es rollt sich nichts und wenn du da was reinbügelst, dann bleibt das so, wie es ist. Das stimmt, ja. Aber ich glaube, es kommt tatsächlich auch wirklich auf Erfahrung an. Also wenn du einfach viel nähst und ich habe ja früher auch alles geheftet. Ich habe es ja genauso gelernt wie du. Viel heften, viel stecken, alles bügeln und irgendwann, glaube ich, hat man einfach so viel genäht und hat so oft diesen Zentimeter gesehen, dass man den freihand legen kann und auch beim Nähen eben einfach freihand arbeiten kann, ohne dass man vorher groß was nähen und stecken und bügeln muss. Ich glaube, es ist wirklich, man schult das Auge, je mehr Projekte man arbeitet und das gilt sowohl vielleicht für Schnitt als auch für das Nähen selbst, also anzeichnen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal irgendwas auf Stoff angezeichnet habe mit Kreide, dementsprechend das wird entweder so ausgeschnitten oder im besten Fall ja sogar bei mir direkt mit an den Schnitt zugegeben. Da muss ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Und ich finde, es ist einfacher, wenn man dann auch wirklich die Fertigkeiten schult und das Auge schult und am Ende bei vielen Projekten auch wirklich freihand arbeiten kann und gar nicht mehr so richtig, Bügeleisen muss erst heiß werden. Wo habe ich das Nadelkissen schon wieder hin? Ich finde, es spart auch wahnsinnig viel Zeit. Ja, ich glaube, da bin ich schon irgendwie so ein bisschen noch in meiner Ausbildungs- oder meine Ausbildung hat mich schon sehr geprägt, sage ich mal, in der Hinsicht, dass einfach also wenn das Teil fertig ist, dass unsere Meisterin hingegangen ist und halt Nähte verglichen hat, also die Schnittteile verglichen, aufeinander gelegt hat, Nähte aufeinander gelegt hat und wenn da halt irgendwas nicht stimmt, dann stimmt da irgendwas nicht. Und wir trennen halt ganz ganz normal ist einfach. Ja. Also das war quasi mein erstes Ausbildungsjahr trennen. Ja, meins auch. Also nicht nur das erste. Ja, das zog sich noch ins zweite rein und teilweise auch ins dritte, ja. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Ding, also trennt ihr Dinge wieder auf? Ich finde es zum Beispiel überhaupt nichts Schlimmes, Sachen zu heften und wieder zu trennen oder Sachen zu nähen und wieder zu trennen, wenn irgendwas nicht stimmt. Beziehungsweise dann halt lieber zu heften und gleich richtig zu nähen, als dann eventuell wieder trennen zu müssen, weil man irgendwie so schief und krumm genäht hat. Eine Zeit der Spannung ist es auf jeden Fall nicht. Ja. Also da ist Heften dann manchmal schneller gemacht, als am Ende alles wieder aufzutrennen. Es kommt echt auf das Projekt drauf an. Wie du sagst, wenn es auf das Projekt ankommt, ist es eben bei einem T-Shirt, was ja relativ easy ist und schlicht Nähte hat, die wahrscheinlich in einer halben Stunde zack, zack zusammengenäht sind, da muss man jetzt wirklich nicht auf den Millimeter gucken.
Aber eben so ein Großprojekt, einen Mantel zu nähen, einzufüttern und so. Und da muss es auch am Ende einfach stimmen. Da muss das Futter reinpassen, es müssen die Paspeln genau passen und so. Und es soll ja auch schön aussehen. Und man möchte ja auch am Ende dann wirklich ein cooles Teil haben. Wir haben jetzt ja relativ einfache Schnitte in dem Sinne auf unserer Webseite, die auch super gut ankommen. Aber für mich ist immer so ein bisschen die Frage, weil, wie gesagt, von mir würde so ein bisschen der Webwarenteil auch kommen. Mhm. Also interessiert euch überhaupt eine Paspeltasche so? Also ehrlich gesagt, ich bin auch nicht so der Taschenfan. Also Nahtaschen sind super, ich liebe Nahtaschen und einfache Taschen oder so aufgesetzte Taschen, obwohl da ist irgendwie auch immer so ein Gefrickel. Aber so eine Paspeltasche, also interessieren euch eigentlich wirklich so diese handwerklichen Techniken oder sagt ihr, ihr habt gar nicht so viel Zeit, um euch da so sehr reinzuarbeiten in solche Techniken. Wobei selbst da könnte man ja durchaus nochmal sagen, es gibt eine Handwerkstechnik, wie man eine Paspeltasche einnäht, es gibt aber auch eine industrielle Verarbeitung. Also selbst da könnten wir beides mit anbieten, könnten einmal sagen, okay, das ist jetzt die Liss-Variante, die ist noch geheftet und alles feinsäuberlich irgendwie. Ich ahne es schon, das interessiert keinen Menschen. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, es ist schon eine Mischung. Also sicherlich, ihr habt alle noch bestimmt andere Sachen zu tun nebenbei und nähen ist nur das Hobby, aber manchmal interessiert einen ja schon, wie so eine Paspeltasche vielleicht richtig funktioniert. Und es wäre doch dann eigentlich cool, beides zu wissen. Ja, das stimmt. Mir geht es ja auch so, manchmal guckt man sich ja auch nur so Videos an, weil man so denkt, oh, das ist irgendwie interessant, dem Menschen dabei zuzuschauen, wie er das macht. Aber man macht es nicht selber. Bei uns kam ja dieser Perfektionismus zum einen durch die Ausbildung und weil man halt so erzogen wurde und so gedrillt wurde, das alles perfekt zu machen. Aber ich glaube, ich war wirklich auch vorher schon, also ich habe vorher auch schon erkannt, dass ich mich wirklich sehr, sehr lange und gerne mit einem Nähprojekt beschäftige. Also, dass ich da eine Wahnsinnsgeduld habe. Meine Mama hatte auch mal erzählt, irgendwie, sie ist irgendwie abends ins Bett und als sie morgens aufgestanden ist, saß ich immer noch da und habe halt diese Petticoat genäht gehabt und das war irgendwie so, oder ein Kostüm fertig genäht, also so zu Schulzeiten schon. Und das hat mir, also ich habe das schon immer irgendwie gerne gemacht und irgendwie auch schon immer versucht, so genau wie möglich zu machen. Das ist bei mir auch so, allerdings bei mir eher sogar mit den Schnitten. Also ich habe das Nähen schon eher so, dass es schnell gehen darf auch und wenn man eben weiß, wo man hingreifen muss, bestimmte Techniken einfach, dass es schneller geht, als wenn man jetzt alles mit der Hand machen muss, bin ich da großer Fan von, das Ganze irgendwie ein bisschen zu vereinfachen und zu beschleunigen. Aber für mich müssen die Schnitte immer sitzen. Das ist das A und O. Und wenn da schon irgendwie ein Fehler drin ist oder irgendwas nicht passt oder so, das macht mich wahnsinnig, wenn das Teil am Ende nicht aussieht, einfach weil der Schnitt nicht gesessen hat. Und für mich ist da wirklich Millimeterarbeit, das muss am Ende perfekt sein, weil dann kommt noch der Zuschnitt und das Nähen und das geht dann relativ schnell. Aber die Schnitte, die müssen sitzen. Ja, das stimmt. Ja, es gibt so Sachen, die will man einfach gerne fertig haben und es gibt irgendwie Sachen, da kann man sich so ein bisschen drin verlieren. Und irgendwann kommt man aber auch zu dem Punkt, wo man dann einfach nur noch die Sache fertig haben will. Das stimmt. Oder man hat ein Teil, was am Ende ein Lieblingsteil ist, was man gar nicht oft genug nähen kann. Das ist ja auch oft der Fall, wenn man dann sagt, gerade wenn man von dem Lieblingsteil wieder den Schnitt abnimmt und das Ganze nachnäht mit eigenen Stoffen, mit eigenen Farben und so. Es gibt nichts Schöneres, als dieses Teil dann am Ende 10-mal zu haben oder so in unterschiedlichen Farben und mit neuen Teilungsnähten und so. Und das ist schon auch toll. Das hatte ich weniger eigentlich bis jetzt. Du hast immer alles von null auf? Ja, irgendwie war es immer so mehr Projekte, die von null auf irgendwie halt Einzelschnitt und Einzelprojekt und im Nachhinein sitzt man dann manchmal so da und denkt sich, das ist wirklich so, manchmal macht man ja Sachen und denkt im Nachhinein, oh krass, dass ich das mal irgendwie gemacht habe. Bei dieser Bomberjacke denke ich das irgendwie auch manchmal. Wenn man vorher nicht weiß, welche Arbeit kommt auf einen zu, sondern man hat nur so diese Idee, diese Vision von, so soll das werden. Und dann fängt man an und dann stellt man währenddessen fest, okay krass, das ist ganz schön viel Arbeit. So Jahre später, Spinnenweben überall. Ja. Das stimmt. Manchmal unterschätzt man das auch und manchmal sind auch so die... Aber ist auch gut so manchmal. Ja, total. Sonst wird man es gar nicht erst anfangen. Ja. Uns interessiert auf jeden Fall eure Meinung zu diesem Thema, deswegen schaut mal oben in die Infokarte, da haben wir eine Abstimmung für euch. Seid ihr eher Fans von kurzen, schnellen Projekten oder mögt ihr etwas aufwendigere, längere Projekte, an denen man dann halt ein bisschen länger arbeiten kann? Stimmt da unbedingt mal ab. Und wir freuen uns, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin bleibt uns kreativ, ihr Lieben. Ciao! Ciao.